sind wir wieder bei einer neuen Folge hier vom Minecraft Day mit dem Poppy. Servus! Und dem Schnigge. Hallöchen! Und dem MG. Grüß euch! Ich hab schon wieder vergessen, Ladies First, es tut mir leid, Shiro. Die ist auch dabei. Dankeschön, dass du mich überhaupt erwähnst. Vergesst das jedes Mal wieder. Ich bin halt nicht so der Ladies First. Naja, aber du kannst wenigstens meinen Namen richtig aussprechen, im Gegensatz zu MG. Weißt du? Es gibt ja so einige Leute, die können das nicht, da hast du recht. Ja, hey. Wir haben zu Hause, wenn MG und ich drüber gesprochen haben, so oft nachgeguckt. Wie hieß jetzt nochmal, dass ich es mittlerweile auswendig weiß und ansonsten kann man ja einfach Tab drücken. Aber verrat's keinem. Nein. Ich gucke immer rechts auf meinen zweiten Monitor. Moment, ihr sitzt zu Hause und überlegt euch, wie die Leute heißen. Ja, und dann steht er da nicht. Wir sind zwar schon lange zusammen, aber tatsächlich, wir unterhalten uns noch immer. Ja. Und das leidenschaftlich. Wir reden über, miteinander. Über Ach, jetzt weiß ich, was fehlt. Ey. Nicht immer. Aber auch das. Aber immer öfter. Wir sitzen auf dem Sofa nebeneinander und schreiben über WhatsApp. Und wenn sich meine Zuschauer wundern, warum ich hier schon wieder irgendwo bin, wo ich letzte Folge nicht war, wenn wir mit der Folge fertig sind, die gehen sich einen Burger machen, die gehen die Wohnung saugen, die gehen aufs Dach, um die Ziegel neu drauf zu packen, alles. Da kannst du 10 Gebäude bauen in der Zeit. Jetzt übertreib mal nicht. Okay, 5. Okay. Ist genehmigt. Die Anzahl nehme ich. Wir haben halt Sachen zu tun. Es tut uns leid. Oh. Schön, dass ich so eine Diskette jetzt relativ schnell bauen kann. Du immer noch dabei? Ja. Ich habe wenigstens in meiner zweiten Folge endlich was gefunden. Ja, wenn ich finde, wo es wieder rausgeht, dann hole ich mir einen Lapis von dir hin. Von wem? Von dir. Okay, kannst du ruhig machen. Okay. Meine Query arbeitet. Also, ist hat mir schon tatsächlich jetzt eine Solarzelle Stufe 2 gemacht. Oh mein Gott! Oh yes. Die produziert zwar kaum was, aber oh mein Gott! Ich habe die ganz alleine hergestellt, ja? Ja, ist ja gut. Friss mich nicht. Beiß mich erst. Volle Möhre. Aber bevor ich jetzt, glaube ich, da weitermache, werde ich jetzt erstmal mein Gewächshaus zu Ende bauen. Apropos Möhren. Ja. Oh oh. Was kommt jetzt? Ich habe 116 Möhren pflanzen. Da wackelt er mit den Öhren. Hm? Ach, ich glaube, ich weiß, wo ich die ganzen Möhren her habe. Jetzt kommt's. Vom Bäumefällen. Die fallen ja dann auf die komischen Gräser und dann plöppen die raus. Ja, keine Ahnung. Das kann Möhren vom Bäumefällen. Also ich denke einfach mal, du hast irgendein Dorf geplündert, als wir beiden unterwegs waren. Das könnte auch sein. Das die Platten so suchen. Ich bin so halt da nie. Aber das ist ja schon so lange her, da weiß ich gar nicht mehr. Ja, irgendwann werde ich auch senil. Was mich wiederum an Doug Heffernan erinnert, ne? Kennt noch jemand Doug Heffernan? Wisst King ihr noch, genau, wisst ihr noch, was er zu seinem Schwiegervater gesagt hat, Arthur Spooner? Du genialer Zirkusaffe. Ja, unter anderem. Ja, unter anderem, aber das war eine der geilsten Folgen. Da hatte Doug nämlich das erste Mal ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Boah, kommt vor, ne? Was zum Teufel ist Grains of Infinity? Ja, das willst du wohl wissen. Ne? Mach dir mal ein Feuerzeug. Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Ich hab hier so ein Loch gefunden. Uschi, wo bist du zu Hause? Genau, mach dir mal Feuerzeug. Musst du jetzt bei ihr vorbeigehen, um ihr das zu zeigen, oder wie? Ich muss mal kurz dann Flint besorgen. Moment. Ist eine Frau. Ja, Poppy, jetzt übertreib mal nicht. Das geht auch. Apropos ohne. Frau, wo ist denn deine Frau? Meine Frau ist, glaube ich, noch in Höhle. Ja, in Höhle. Julchen ist noch unter. Hast du dein Bilder mittlerweile mal gebaut über 3 Folgen? Nee, such doch Lapis Lazuli. Ja. Soll ich dir welches schenken? Wie viel brauchst du? 2? Du musst erstmal irgendwie heimkommen. Kann mich hier bitte jemand abholen? Warte, ich ruf mal einen Bus. Bus! So dick bin ich dann auch wieder nicht, ja? Mann. Oh. Männer. Ja?
Was ist mit uns? Nichts. Männer ja, und Frauen sind das nackte Grauen. Wie sie sich stumm mal hier in der Hölle. Tief in die Augen schauen. Erstmal einen Wegpunkt setzen, ne? Da ist eine Fackel. Aber das ist, glaube ich, nicht die Fackel, die mir sagt, dass ich da heimkomme. Oder doch? Oder nee. Doch? Nee. Das keinen Wegpunkt. Nein, jetzt habe ich die falsche gebaut. Bin in einer Spalte unterwegs. Finde in der Spalte, da ja, da kannst du doch Wegpunkt einfach hochbuddeln. Nee. Weil die hat schon, die hat einen Ausgang. Ach da so. Geht's raus. Ich hätte hier auch ganz normal Eisen oder Holz oder sowas nehmen können, aber die Dark Pickaxe und die Dark Schere, die hat einfach die höchste Haltbarkeit. Aktuell. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, aktuell, bis wir Drakonik drin haben. Ich kenne den Unterton. Es geht ja auch noch weiter. Muss ja nicht unbedingt Drakonik sein. Können ja auch so machen. Achso, im Übrigen habe ich einen Experience-Obelisk gebaut. Ich habe bei letzter Folge damit schon angefangen. Jetzt habe ich ihn in der Aufnahmepause fertiggestellt. Der dient dazu, dass du deine, jetzt habe ich hier unten in der Leiste, siehst du, hier habe ich meine 30 XP und die kann ich jetzt einfach in den Obelisken ablegen und dann habe ich die gesichert. Einen Obelisken? Ich habe nämlich letztens gesucht, ob es hier XP-Tanks gibt. Das wollte ich dich nämlich eigentlich fragen. Ist der okay, XP-Obelisk? Also Obelisken. Okay, danke schön. Gerne. Ach, da kann man dann seine XP drin transferieren, oder wie? Genau, dann hast du die gespeichert, kannst du auch automatisieren natürlich. Wir sind dann am Technik-Mod-Paket. Oder ich sag mal Technik-Light, sag ich mal so. Seitdem Poppy es übernommen hat und gesagt hat, die packe ich noch rein. Ich hätte ja gerne noch mehr reingepackt, aber ich durfte, musste mich ja bremsen. Also, das kann ich doch. Kurzer Real-Talk, ja? Ich wurde gefragt, hast du Lust, an einem Bauprojekt mitzumachen, wo wir Baumods drin haben? Ja. Ja. Technik ist doch zum Bauen da, oder nicht? Gab's da nicht auch mal jemanden, der Technik-Nick hieß? Technik, ja. Hieß eine Höhle. Gronkh. Das war Gronkh. Der war, glaube ich, von Saturn, ne? Nein, das war Gronkh. Mediamarkt. Alter! Oder Euronix. Kann auch Euronix sein. Oder Expert. Medimax? Kann auch Medimax sein. Keine Ahnung. Wann macht Medimax wirklich Werbung? Bei uns schon. Bei uns nicht. Wer hat denn hier gebaut? Gut, wir haben jetzt nicht TV-Werbung. Jetzt nicht TV-Werbung, aber. Ja, Servus, wer bist du denn? Ich bin der Poppy. Ja, hi, Schweindal, ja, was treibst du denn? Welche Schweindal hätten sie gern? Poppy wurde erkannt an seinem Ringelschwänzchen. Ja, genau. Andere nennen das Korkenzieher. Das ist also die Gabe, um ihren Schwänzchen zu erkennen, okay? Geil, Alter. Oh, Katzenbabys wieder, ne? Ja, mit Korkenzieher kannst du was anfangen, ne, Schnigge? Läuft bei dir. Da kommt der Kölner, du. Ja, aber voll, ey. Schade. Wollali. Ist da was mal wieder im Fernsehen kommen müsste? Was denn? Ein Korkenzieher. Was? Die Camper? Boah, ich glaube, die bringen sie nicht mehr im Fernsehen, seitdem irgendwie ein Eklat um den einen Hauptcamper war. Da war was. Benno hat er gespielt. Die Rolle Benno hat er gespielt und wie hieß der Schauspieler? Das ist auch nicht mehr. Der ist in der Versenkung verschwunden. Aber ich fand den Spruch voll geil. Und zisch und klack und weg. Der war geil. Es war generell eine coole Sendung. Muss und, man schon sagen. Aber aus Meister Krause. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Also, unser Leben für den Hund. Leben, Herr Makielski. Mr. Lieber MG. Lieber Herr Vorgesetzter. Okay, Poppy, ich habe jetzt mittlerweile ein Feuerzeug besorgt. Die Rendite, Lisbeth, die Rendite. Genau, die Rendite. Sie müssen sich durchbuddeln buddeln bis zum Bedrock. Und wir wollen den Audi 80. Das ist schnell gemacht, ich habe schon Gang bis Höhe 10. Also. Ja, genau. Ja, gehst du runter bis zum Bedrock und das zündest du einfach an. Genau, dann und wartest du. Dann macht es zu 50% Plöpp und da kommt so ein Ding raus. Genau, hast du 50-50 Chance und dann kriegst du so ein Teil oder nicht. Hallo, ich habe in meinem Bett geschlafen. Ja, kommt täglich vor. Ne? Ich habe mir 10 Lapis geklaut, danke. Ach du, du kannst ja reingreifen. Ah.
Weiß nicht, ob mir 10 reichen, aber ich habe einfach mal genommen. Also ja, 10 reichen leicht. Für den Bilder, ja. Charge wenn du aber Shitter's anfängst, wie das Wasser darum zu craften. Und Redstone. Braucht man dann mehr? Ja. Nee. Okay. Solarzelle, klar. Ach, stimmt. Wie viel braucht man da ungefähr? Die Dreier braucht schon. Was geht das wieder los, ey? Kannst du vielleicht doch mehr geben als 10? Ja, natürlich, komm. Das ist Bedrock. Schatz, wo bist du? Hier. Wuhu. Hier, nimm. Danke. Was du über den Stack? Ich hab ja noch ein bisschen was. Apropos Solarzellen, ich könnte mal auch die größeren bauen, dass das Ding hier durcharbeitet. Muss da drumherum Platz sein oder reicht es, wenn ich einfach nur anzünde? Reicht, wenn du anzündest. Mach dir vielleicht ein bisschen Platz, nicht, dass es in den Steinen rundherum verschwindet. Ah! Das hat mir in den Ohren wehgetan. So schlimm war der Ton jetzt auch nicht. So macht man übrigens Fluix Crystal. Wenn man Fluix Crystal macht, also ist eigentlich immer das gleiche Rezept, egal in welchem Modpack. Du brauchst Charged Certus Quartz, du brauchst Nether Quartz und du brauchst Redstone. Und das schmeißt du eben halt einfach in irgendein Wasserloch. Fertig. Das kenne ich. Das muss halt jetzt eine Weile liegen. Das kenne ich noch. Nee, das geht eigentlich relativ schnell. Es gibt noch ein anderes Rezept, das meintest du wahrscheinlich, ja? In der das Tat. Dauert ungefähr 3 Sekunden, dann macht's plöpp und das ist schon fertig. Genau. Ich habe das zum Beispiel bei sowas halt angefangen früher. Und dann dachte ich so, das kann ich doch jetzt nicht richtig verstehen. Ich muss das doch nicht auf den Boden werfen, das despawnt doch. Du meintest Fluix Crystal, meintest du wahrscheinlich. Das dauert in der Tat, Pure Fluix Crystal. Was ich gemacht habe, ist Normal Fluix Crystal. Ah. Das schmeißt du so rein und das Pure Fluix Crystal, das braucht man nur für spezielle, bestimmte Rezepte. Da brauchst du eben dieses Pure und wenn du das in Wasserbottich schmeißt, das despawnt nicht, ist richtig. Und braucht aber auch im Normalfall eine halbe Ewigkeit. Genau, und das war das, das habe ich damals bei Catzone. Ich glaube, das war Catzone. Da habe ich dann ganz viel von gemacht, irgendwie so 3 Stacks und das dann geworfen und gedacht, boah, wenn du jetzt verschwindest, dann raste ich aus. Es gab doch aber diese Growth Crystal Chamber und damit geht das doch ganz schnell. Und? War mir zu einfach. okay. Vielleicht habe ich noch was, was ich suchen muss. Naja, das kriege ich schon. Was brauchst du denn? Dreimal darfst du raten. Yes. Enderman. Ach so. Wie, was? Was kennst du dafür alle bis jetzt? Platz, nee. Komm rum, ich hab doch die... Hör hier, Gönner, komm rum, ich hab dich. ich hab doch die Enderlilie. Ihr habt das. War das Schniggel oder war das Olli? Nee, ich glaube, das war Schniggel. Und er meinte, das war schon mal 3. Enderman. Ich habe immer noch keine Enderperle bekommen. Ja, bei 3 Endermen jammert ihr schon. Das war Olli. Nicht alles, was scheiße läuft, bin ich. Was hast jetzt du gesagt? Das ist einfach Gewohnheitssache. Schön. Das ist natürlich jetzt auch doof. Wie mache ich denn das jetzt? Ach, ich habe eine Idee. Warte mal. Nein. Ich habe doch ganz viel Iron Kiste gehabt. Oder? Ja, 51. Geht das nur? Ich habe keine Bilder, okay? Ich will noch drauf sparen, dass ich den mit Silk Touch mache, dass ich sogar noch mehr Rohstoffe rausbekomme. Okay. Also du hast auch sonst keine Hobbys, so, ne? Dass ich aus einem Dia 2... Wieso? Warum? Poppy ist ja ohne Hobbys. Der gibt Gas bei den Mod-Paketen. Nee, ich will ja auch vorwärts kommen. Er will ja endlich bauen können. Ja, ich brauche doch. Man kann nur bauen, wenn man alles fertig hat. Ich brauche doch Material. Aber ohne Scheiß, so viel Material wie du hast, hat keiner von uns. Entschuldigung. Aber jeder andere baut. Da siehst du mal, was ihr nicht könnt. Die Mods. Wunder, oh Wunder. Ich muss hier meine Duplos erweitern. Brauch erstmal ein bisschen Sand. Brrrt. Da habe ich auch vorhin ein bisschen was gefarmt. 2 Stacks. Ich glaube, der ist gleich bei mir. Nee, ja. Er ist schon fertig mit Sandfarben. Ja, ich habe schon 2 Stacks, das reicht mir. 2? Das ist ja wenig. Ja, das reicht mir aber erstmal. Achso, wo muss ich hin? Wo bin ich zu Hause? Da ist Schnee. Ach, da bin ich, alles klar. Komm zu mir, dann bist du auch bei dir. Komm zu mir. Ach,
du Scheiße. Oh, warum? Auf die dunkle Seite. Das habe ich heute im Übrigen auch gesagt. Ach du Scheiße, da habe ich mich mega gefreut. Mir ist an meinem Auto, mein Auto ist kaputt gegangen. Oh! Oh. Schweine. Und da habe ich tatsächlich, ich habe mein Auto vor, muss ich sagen, einer Woche ungefähr das letzte Mal angehabt. Und auf einmal sagte mein Bordcomputer so, hey, hallo, ich bin auch da und du musst mal deinen Generator überprüfen. Und dachte ich, scheiße, Generator, Lichtmaschine, ne? Kein Strom, keine Batterie, Batterie tot, Auto aus. Okay, also habe ich gesagt, fahre ich erstmal zur Arbeit mit leuchtender Batterielampe. Auf der Hälfte der Strecke ist mir das dann aufgefallen, dachte ich mir, oh, Batterielampe leuchtet, ist nicht so geil. Fährst wieder nach Hause, also Hälfte der Strecke wieder zurückgefahren, nur auf Batterie in dem Moment. Bin zu Hause angekommen, Lenkung funktionierte nicht mehr. Warum? Weil meine Lenkung natürlich elektronisch gesteuert war. Geil, habe ich mir gedacht, super, freue ich mich ja mega drauf. Bin dann Motorhaube aufgemacht, bin dann in meinem Motorraum gekrabbelt und habe festgestellt, Gott sei Dank, ist nur der Keilriemen gerissen. Besser als eine neue Lichtmaschine, ne? Die neue Lichtmaschine ist mal so ungefähr 630 Euro teurer als ein Keilriemen. Ja, ein Keilriemen kostet nichts. Nö, 30 Euro fertig. So. Und dann habe ich den heute versucht einzubauen, ne? Also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute. Das ist ja sonst kein Thema, aber ich fahre einen Volvo V70, 5-Zylinder, und da ist natürlich das Ding so eng zugebaut, dass du dir erstmal die Finger brichst, um überhaupt dahin zu kommen. Ach. Und dann ist es nirgendwo beschrieben, wie du die Spannrolle entspannst, damit du den Keilriemen vernünftig drauflegen kannst. Also habe ich mir da einen abgebrochen. Ich bin da mit einem riesen Schraubenschlüssel beigegangen und wollte diese Spannrolle abschrauben, weißt du? Da habe ich gedacht, ich denke, das kann nicht wahr sein. Du kannst doch nicht mit zwei Mann so einen Keilriemen aufziehen. Das kann doch von Volvo nicht der Ernst sein. Bis ich irgendwann unterhalb dieser ganzen Geschichte einen Druckknopf gefunden habe. Das war 2 Stunden später. Ungelogen. Der war so versteckt, den hast du nicht gesehen. Da habe ich auf diesen Knopf gedrückt und habe gesehen, wie diese Spannrolle sich entspannt hat. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Da drückst du auf den Knopf, Spannrolle geht ab, kannst den Keilriemen draufpacken, drückst wieder auf den Knopf, Rolle spannt den Keilriemen, fertig. Ja, so einfach kann es gehen. Ey, habe ich da gestanden und habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Dass du da nicht gegoogelt hast? Habe ich. Es gibt nirgendwo eine Anleitung für dieses Modell, wie du dieses Scheißding auswechselst. Wie wenn du der Erste bist mit diesem Problem? Ey, ohne Witz. Ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht der Ernst von Volvo sein, dass du mit 2 Mann auf Zucht dieses Ding aufziehen sollst. Ich denke, das geht doch gar nicht. Das ist doch rein kaufmännisch eine glatte 12. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nö. Und genau unterm Auto musst du unterlegen. Klar, musst diesen Unterfahrschutz natürlich da abbauen und sowas alles, ne? Aber ja. Versteckt hinter einem Blech ist ein Knopf, den hast du nicht gesehen. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Nach 2 Stunden drücke ich drauf und dann geht diese Rolle ab. Ich denke, Alter. Na toll. Das ist schon krass. Ja, aber wenn man sagt, die heutigen Autos sind alle so verbaut, es wird halt immer schlimmer und schlimmer. Das ist traurig, ne? Wenn ich mir überlege, meinen alten Punto, was ich mal hatte. Ja, ich bin mal Fiat Punto gefahren, hilft ja geile nicht. Autos, geil, muss man sagen. Nee, nicht wirklich. Doch. Hör mir auf, Fehler in allen Teilen, da spricht Bände. Ja, ist halt Fiat, aber trotzdem, ist geile Autos. Ich habe mal mit einem Kumpel, haben wir mal einen Fiat Uno betrieben. Um genau zu sein, Fiat Uno Turbo. Uhu. Ja, und da sind wir mit 5 Mann in einem Fiat Uno Turbo nach Kassel gefahren. Von Hildesheim, Hannover, nach Kassel gefahren. Mit einem Fiat Uno Turbo. Das war ein Sarg auf Rädern, dieses Auto. Der Fiat Uno Turbo, der hatte damals 170 PS. Und das war einfach nur so ganz dünnes, 0,8 mm Blech mit 4 Reifen dran. Na, und einen Turbomotor. Richtig krasses Ding. Aber war ein Spaßmobil vom Herrn. Das war richtig geil. Aber um auf das total verbaut nochmal zurückzukommen. Jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt die größten Hände. Muss man einfach mal sagen. Aber selbst ich hatte mich hart getan, dass ich die Frontscheinwerfer wechseln konnte, die Birnen. Weil die Batterie am Licht so nah dran gebaut ist, da hast du ungefähr 3 Zentimeter Platz gehabt, dass du da mal durchkommst.
Ja, was ist die andere Option? Batterie ausbauen, den ganzen Batteriekasten abbauen. Wenn du die Batteriekasten abbauen willst, musst du natürlich den ganzen Sicherungskasten losbauen. Wenn du den loshaben willst, musst du natürlich noch andere diverse Kabel und Verbindungen lösen. Ja, da habe ich mir lieber die Hand gebrochen, um da reinzukommen. Alter, das ist auch ein Geschenk, ey. Also, das war echt hardcore. Und das ist halt immer schlimmer, wie die Dinger halt verbaut sind. Ich habe schon von Autos gehört, um Licht zu wechseln, muss man die ganze Frontstoßstange abnehmen. Wo ich mir denke so, für was? Das ist ein fucking Licht, das kann ich selber wechseln. Das ist eine Drecksbirne. Nee, das muss Geld kosten. Birne wechseln, was? 270 Euro in der Werkstatt? Hab den Knall, ist nur eine Birne. Ja, also, es ist manchmal echt traurig, ey. Ja, es ist aber auch leider total dumm. Traurig ist es, dass diese Folge leider schon vorbei ist. Oh. Oh. Dann geh ich mal schlafen. Fürs Zuschauen. Und ja, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Wiederhören. Hey.